Guck mal, 173. Naja. Dieter hat's geballert. 173.000. Das kann ich auch weiterarbeiten. Guck mal, wir haben jetzt schon 300.000 gemacht. Und wie lief Fortnite, Max? Chillig. Ach, es ist schön, wieder hier zu sein, oder? Ja, ich freue mich auch. Ich muss in der Stunde dann auch schon wieder schlafen gehen, ne? Ganz vorsichtig müssen wir hier ran. Ja, an der Stelle. Hallo YouTube, wir spielen weiter Landwirtschaftssimulator. Wir müssen jetzt diese Daten verkaufen und uns aus den Schulden rausarbeiten. Also wir sind dauerhaft in den Schulden in dem Game. Du hast heute auch Fortnite gespielt, Roman. Ja, ich habe heute auch ein bisschen Fortnite gespielt, ja. Alle Leute sagen, ich schaff's nicht, ich hab's nicht mehr drauf. Ich habe meinen Drive verloren, sagen sie. Gut, während du die ganze Zeit nicht gespielt hast, haben bestimmt die ganzen anderen Schwitzer da gespielt. Alter. Ja, das stimmt. Glaubt ihr, wir werden heute noch Schuldenmillionär? Wir schaffen es, 1 Million in Schulden aufzubauen? Kann stimmt. Ich schon irgendwas machen? Auch tiefenlockern. Haben wir genug Sachen zum tiefenlockern? Uns fehlt auch ein Tracker. Tracker, oder? Wir haben drei Traktoren. Aber wir haben nur einen Tiefenlockerer. Ja. Ich finde schon was zu tun. Kann ich mich ein bisschen um die Schafe kümmern? Nee, macht auch keinen Sinn, nicht? Wir haben noch gar keine Schafe. Doch, haben wir nicht ein Schaf reingekauft? Oder haben wir kein Schaf reingekauft? Weil wir haben letztes Mal kein Schaf einkaufen können. Ja, wir müssen warten, bis es hier abgetragen wird. Aber das funktioniert wunderbar zum Glück. So, wie viel Geld haben wir genau? Minus 500, 1452. Moin Leute, wenn ihr es bis hier im Video geschafft habt und mich jetzt seht, erstmal Props dafür. Aber laut Statistiken haben 50% der Leute, die das Video bis hier geschaut haben, einfach den Kanal nicht abonniert. Wenn du jetzt auf Abonnieren klickst, kannst du bis zum Ende des Monats 100 € gewinnen. So einfach ist es. Danke fürs Zuschauen, haut rein. Wir können keinen Kredit mehr aufnehmen. Wir können uns nichts leisten. Nichts. Nehmen wir an, also nur für den Fall, dass irgendwie unsere Silage wegbackt und wir damit kein Geld machen, müssen wir anfangen, Sachen zu verkaufen. Ja, wir müssen anfangen, Sachen zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel ist eine Tonne Silage oder 1000 Tonnen wert? Meine Schätzung wäre jetzt so auf 700.000 gegangen, was wir rauskriegen. Von dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Wie viele Millionen Tonnen haben wir? 1,3. 1,3 Millionen Tonnen. Also, wir haben 1,3000 Tonnen. 1300. Ja, 1000. Nee. Oh, wir haben aber auch noch das mit dem Preis, ne? Wie meinst du? Wir haben gerade Juni und das ist mit einer der schlechtesten Monate zu verkaufen. Ja, aber das verkauft sich eh über das. Nee, das verkauft sich über die Monate. Wie, weißt du, was ich meine? Wir können es eh nicht machen, dass wir das alles in einem Monat verkaufen, weil so schnell verkauft sich das gar nicht. Nee, der Kredit ist. Der kommt ja nur monatlich. Wir kriegen aber stündlich Geld, aber nur. Aber ja, das stimmt schon. Wir kriegen 24 Mal Geld und einmal wird abgezogen. Guck mal, wir haben schon wieder 23.000. Ist gut, finde ich. Jemand hat das hier im Chat durchgerechnet. Wir würden jetzt aktuell 350.000 mit dem machen, was wir haben. Ja, der Preis ist halt richtig im Eimer gerade. Ja, aber gleich ist nächster Monat und dann ist das schon wieder besser. Also, keine Ahnung, der sollte mal mit dem Durchschnitt rechnen. Weil wir brauchen locker ein Jahr, um das alles zu verkaufen überhaupt. Wieso lässt sich der Radlader schon wieder so scheiße fahren? Der Frontlader? Ich habe auch schon für morgen was richtig Geiles geplant. Wollt ihr wissen, was? Nein. Wenn mein Stream zu Ende ist, dann werde ich so einen dicken, fetten Harry Potter Marathon direkt machen. Warum? Harry Potter ist doch geil. Ist Weihnachten immer Harry Potter. Das stimmt, fühle ich aber. Weihnachten war immer die Harry Potter Zeit. Was war dein Weihnachtsfilm immer, Max? So einen Scheiß gibt's nicht. Du willst mir sagen, du kennst nicht die Weihnachtsgeschichte. Och, bestimmt, aber ich hasse es immer wieder, jedes Jahr einen gleichen Film zu gucken. Ich werde meinen Kindern so viel Lego kaufen einfach. Und dann werde ich selber zusammenbauen. Selber spielen. Ja. Die dürfen einfach zuschauen. Klar, Lego. Kennt er auch nicht, er guckt kein Fernsehen. Sowas unterstützt du, Umatra? Oh, der Shitstorm incoming. Oh nein, ich mag Lego. Oh nein, die machen das, was jede andere Firma auf dem Läden auch macht. Nicht mit coolen Mitteln, aber ey, f*** doch, ich will Lego basteln. Shitstorm, das Lego angefasst. Ich wollte doch nur Lego machen, ne? Ich habe meiner Freundin was von Lego geschenkt, das war so Lego-Rosen, die dann für immer halt so Lego-Blumen, die voll hübsch aussehen. Und die hatte davor noch nie was mit Lego zu tun und die hat es einfach übel gefeiert. Aber ist halt Lego. Ja gut, es ist halt Lego, aber... Seid ihr ein Haushalt. Okay. Wie viel Silage passt rein hier eigentlich? Kann sein, dass wir gleich ein paar Mal sleepen müssen. Einfach damit der Silage-Schrank leer geht, damit ich hier weitermachen kann. Was ist, wenn Mark Zuckerberg uns alle in das Metaverse saugt? Ja, genau. Um uns auszunehmen. Ich sag ja nicht, dass er ein Reptiloid ist, aber was ist, wenn Mark Zuckerberg einer wäre? Stell nur Fragen. Das ist so dämlich, Alter. Ist es echt. Das ist so ein Schwachsinn. Aber man muss sagen, wenn sie Reptiloiden wären, würden sie es schon extrem smart machen. Weißt du, was ich meine? Also dann wären sie schon richtig smart. Wieso hey Max, müssen sie unterwandert sein? Ich stell nur die Fragen. Lass mich doch in Ruhe. Ich hab das doch nicht ganz verstanden, so. So ein Scheiß, Alter. Also wenn einer ein Reptiloid wäre, dann ich. Weil ich einen übelsten Tick habe, mit der Zunge meine Lippen zu befeuchten, Alter. Ich habe mal gehört, Mark Zuckerberg hat gegoogelt, wie man Mensch sein kann am besten.
Das war in seinem Google-Verlauf drin. Das ist sicher die Wahrheit. Wenn wir gleich einmal schlappen, haben wir auch auf den Schlag 100k. Ich denke, wir machen mehr als 300.000. Also 300.000 ist Schwachsinn. Der Call 300.000 war leider Schwachsinn, G-Time. Von wem auch immer er kam, er war leider nicht gut. Der ist ja jetzt auch wieder gestiegen. Also jetzt gerade in der Biogasanlage kriegen wir fast 500 pro 1000 Liter. Hm. Mein Bruder ist auch Reptilien. Er hat einfach einen YouTube-Kanal aufgemacht, der heißt How to be Human. Also auffälliger geht's gar nicht. Das ist ein Tutorial-Kanal für die Reptilien. Ja, ja. Ich muss diese scheiß Silagegabel immer resetten, weil die so rumbackt nach einer Zeit auf dem scheiß Radlader. Das verstehe ich gar nicht. Das kippe ich jetzt aufs Nachbargrundstück. Ah, viel Spaß mit den Silageresten, du... Du hast keinen Zugang zu diesem Land? Oh, wir sind schnell. Schneller als die Polizei erlaubt? Mein Traktor fährt 12 km/h, glaube ich. Ihr spielt Landwirtschaftssimulator so falsch, Max. Wow. Oh nein, ich bin umgefallen. Ich spiele es falsch. 100k. Sehr geil. Ja, aber jetzt ist ja die viel wichtigere Frage. Was machen wir denn falsch? Hat er nicht geschrieben. Für Fortnite. Ich kaufe eine Kleinigkeit, okay? Ich zeige es euch gleich. Safe, das hat sich gelohnt. Wie ist das mit Leuten, die im Jahr 2022 fast immer noch schreiben sowas wie... Sollen uns einen richtigen Job suchen und mal arbeiten gehen. Ordnung ist sehr, sehr wenig geworden, ja. Bei mir schreibt das gar keiner. Du streamst auch seit 32 Tagen. Aber ich glaube auch, weil die Leute wissen, dass ich als Koch gearbeitet habe. So nämlich. Weil die meisten sage ich ja, komm, was willst du mir denn erzählen, wenn du da, weiß ich nicht, 2 Stunden Zeitung austragen gehst für dein Taschengeld. Richtig. Ja, stimmt, die meisten, die da schreiben, haben noch nicht mal gearbeitet. Ist das Dumme. Können wir kurz eine Runde sleepen? Jedes Mal schlafen würde uns richtig Cash bringen, weil mein Tank ist jetzt gleich voll, glaube ich. Wenn wir jetzt ein paar Mal schlafen, dann haben wir den Kreditgefühl schon zurückgezahlt. Ja, es macht Sinn. Ich kann sonst gleich nicht weiterarbeiten, wir machen kein Geld mehr einfach. Hoffentlich ist es nicht Nacht. Nee, es ist normalerweise, wenn man um 8 Uhr morgens aufsteht, dann meistens nicht Nacht. Nochmal schlafen, bitte. Nochmal schlafen? Ja, mach mal. Guck mal, wie unser Geld jetzt einfach hochgeht. Check das mal ab. Ich habe den so voll gemacht, den Silagetank. Das muss halt nur verkauft werden und das braucht Zeit. Und wenn wir die Zeit einfach skippen, dann ist es halt sofort verkauft und wir haben Instant-Geld. Und dann kann ich auch weiterarbeiten. Guck mal, 173.000. Und jetzt kann ich auch weiterarbeiten. Guck mal, wir haben jetzt schon 300.000 gemacht. Und wir haben noch über die Hälfte. Das heißt, wir machen nochmal 300.000 bis 400.000 im Turbo Plus. So sieht's aus nämlich, nicht? Wir haben noch nie neues Düngemittel gekauft. Wir haben noch nie unsere Geräte gewartet. Da kommen noch Kosten auf uns zu. Aber das ist günstig. Unsere Geräte gibt's auch noch nicht zu warten, weil die vielleicht ein paar Betriebsstunden haben, weißt du, was ich meine? Das ist... meiner ist schon die Hälfte runter. Nee, ich schwöre, der Radlader fährt nicht gescheit. Ich drücke nur W und S und der fährt einfach im Kreis. Können wir den verkaufen, wenn wir reich sind und einen anderen kaufen? Guck mal! Rumatra, dein Hater ist wieder bei mir, ne? Wenn ich irgendwas mit Rumatra spiele, tut er im kleinsten Detail alles in Excel-Tabellen und so zusammenrechnen. Hält mir das immer vor Augen, dass Rumatra seine Schulden versucht gut zu reden. Welchen Traktor benutzen wir hier, Rumatra? Sekunde, ich kann es dir ganz genau sagen. Das ist der Fendt. Vario 1050. Was hat er für eine Eigenschaft? Wer Fendt fährt vorne. Das ist die Eigenschaft. Der beste Traktor, das ist der beste Traktor. Wer Fendt fährt, der führt einfach. Wenn du keine roten Reifen hast, dann, keine Ahnung, hast halt keine roten Reifen, was soll ich sagen? Ich höre, niemand kann so gut Silage verkaufen wie ich. Hier rein, weil sie die Verkehrs... Du kannst ja nicht anders, als den anderen zu hassen. Da kommt jemand mit dem Porsche und drängelt sich rein. Und ja, ich habe das schlechteste Gewissen meines Lebens. Und der Typ denkt sich, meine Fresse, ist das ein Turbo-Assi. Würde mir am liebsten die Fresse schlagen. Elias, das ist smart eigentlich, der Futtermischer. Der Futtermischer ist eigentlich eine smarte Idee. Proleten. Rumatra zum Beispiel Prolet. Mit meinem Smart meinst du? Nein, du fährst den AMG Cabrio Mercedes von deiner Mom und lässt den darf ich seit Cabrio runtergelassen im Dach an der Ampel und lässt den Motor aufheulen. Tatsächlich darf ich seit 9 Monaten keine Autos mehr fahren, die meine Mom liest, weil ich nicht mehr zu Hause wohne. Was sagst du jetzt? Es geht einfach nicht mehr. Rumatra ist wirklich ein Prolet. Als er mit meinem Opel gefahren ist, meinte er auch, G-Time, gib mir nie wieder dein Auto, so eine Dreckskarre. Der war echt scheiße, der Opel. Natürlich nicht, hä? Natürlich nicht, hä? Also, du hast jetzt gekauft. Das hättest du mir jetzt abgekauft, wenn ich das durchgezogen hätte. Dass ich scheiße fand? Ja, hätte ja Geschmackssache sein können, dass du sagst, ich bin eher so, weiß ich nicht, ein. Rumatra fährt lieber VW-Fahrer. Eine Corvette. Rumatra ist eher so ein Corvette-Fan. Ich kenne 8 Corvette-Besitzer. Ich nicht. Alles Zuhälter. Er hat eine weiße Weste im polizeilichen Führungszeugnis und fährt eine Corvette, gibt's nicht. Oh, nach dem Feld muss ich aber Schluss machen. Wie bitte? Ja, es tut mir leid, ich muss wirklich ins Bett. Das Ding ist, sie sind hier oben und unten die Wohnung am Renovieren. Das geht hier 7:30 los, dann fangen die an zu bohren. Oh Gott. Das geht den ganzen Tag hier. Also bei mir ist auch unsere Nachbarin über uns hat irgendwie einen Dachschaden. So halt wirklich den Dachschaden. Also, und da ist, also sind die Dachschaden oder was? Die hat einen Dachschaden.
Also einen richtigen Schaden im Haus. Und da sind die ganze Zeit Arbeiter. Die fangen auch, die klettern bei uns auf dem Balkon rum. Die Pfleger von der klettern bei euch auf dem Balkon rum. Ja, wir haben den billigsten Frontlader gekauft, den es gibt. Gustav mit F flutet ganz Twitch, Alter. Jede Twitch-Werbung ist nur noch Gustav mit F. Kriegen wir überhaupt noch Geld rein? Ich habe gerade wieder 100.000 zurückgezahlt. Also wenn wir noch eine Ernte mal machen, dann sind wir komplett schuldenfrei und können schon ein nächstes Feld kaufen. Noch ein Feld kaufen? Was bringt das denn? Ja, noch mehr Silage. Das heißt, wir können einen Helfer einstellen, der dieses gigantische Feld mulcht, zum Beispiel. Ja. Und dann können wir immer mehr Traktoren kaufen, immer mehr Helfer einstellen, immer mehr Felder kaufen. Ja, genau. Dann ballert's richtig. Dann ballert's richtig.